Ja, na Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Space Marine. Wir sind da hier in der Höhle der Giganten und begeben uns zum Generatorenraum. Wir haben da gerade die Bolt-Pistole bekommen und werden die auch dann gleich einmal ausprobieren. Da vorne ist noch Moon-Granaten, jawohl. Und wir haben da einen echten großen Gegner vor uns, scheint so. Wo müssen wir da hin? Sorry, folks. Darauf. Oh. Und wie kommen wir da hin? Ah, das gibt's auch nicht. Stehe ich schon wieder am Schlauch? Ja, freilich. Dann gehen wir mal da retour, denke ich. Und ihr seht die Lebensanzeige, ja? Meine Energieanzeige, die ist ja sowas von leer. Zum Zielen ist die auch nichts. Aha. Oh ja. Meine Boys wollen dich schön begrüßen! Oh oh. Bolt-Pistole ausprobieren. Komm und hol mich! Oh oh. Ich brauch da jetzt diesen Heinz. Okay. Oh. Aufladen, hä? Das, ah, das geht doch mit der Bolt-Pistole. Aha. Die sind dann nur gelähmt, oder was? Ja, genau so. Das ist ja wieder ein neuer Move. Und die Bolt-Pistole nochmal. Mit seinem eigenen Schild, Leute, kommt das wieder heftig. Also, das wird ja immer witziger. So, wir machen noch einen kurzen Blick auf das Riesenzahnrad. Das hat mich ja vorher auch schon so fasziniert und gehen weiter. Oh, wir müssen in die andere Richtung. Ja, klar. Ja, das mit der Bolt-Pistole. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Die habe ich natürlich wieder nicht im Griff. Da gibt's Wie Aufzüge. Tief reicht diese Einrichtung? Das Manufaktorum? Sehr tief. Der ganze Generatorraum ist über einem Lüftungsschacht aufgehängt. Aufgehängt? Ja. Im Falle einer großen Überlastung kann der ganze Raum in die Tiefen fallen gelassen werden. Aha. Also. Ah ja. Wer sagt's denn? Kälter als das Lächeln eines Space Wolves. Ja, eine Nebenwirkung, wenn das Gerät in Betrieb ist. Okay. Da schauen wir mal. Da oben. Oh. Aha, okay. Also hier wird's gespeichert, hier mache ich eine kurze Pause und sehen das gleich wieder. Und schon geht's weiter. Okay. Wo müssen wir da hin? Ich laufe mal blind drauf los. Aha. Und schon wieder ein Aufzug, kann das sein? Da, über die Treppen, kommen wir nirgends hin? Nein. Ich glaube, wir müssen noch weiter runter. Ja, egal, wir kommen da nirgends hin, wir müssen da weiter und dann geht's schon los. Ihr seht schon, was für ein Schisser ich bin. Die kommen da von den Seiten runter? Nee, die können da gar nicht drauf. Aber, von den Leitern könnten die runterkommen. Mal sehen.
da ist schon wieder nichts. Oder Gott sei Dank. Und das gleiche noch einmal. Bis dorthin können wir wahrscheinlich. Okay. Wir sind da nicht voll, das holen wir uns doch gleich. Rücken Sie zur Hauptkammer vor. Wir brauchen nur die Energiequelle aus dem Kern des Generators. Ich werde die Entkupplung jetzt einleiten. Verstanden. Okay. Was wird jetzt einleiten? Irgendwas wird das? Ja, ja. Du nur. Und wir müssen dann natürlich weiter. Okay. Und du laufst schon wieder voraus. Ja, das taugt dir. Brüder, bewacht die Zugangspunkte. Und das sind jetzt welche? Ich habe die Entkupplungssequenz eingeleitet, Captain. Oh, fuck. Sie müssen die Kammer sichern, bis die Energiequelle... Identität bestätigt. Drogan, Ordo Xenos. Oh, oh. Warnung, primäre Behältnisbeankerung ausgefallen. Da, der Primärschild ist offen, Captain. Gehen Sie in die Zentralkammer. Ergreifen Sie die Energiequelle. Soll, ja, na klar. Und dann bin ich wieder, ja, weg. Ist egal. Auf geht's. Alarm. Xenos geortet. Space Marines! Wo ist die Energiequelle? Fuck. Das Cap, ist sie? Der Warboss. Space Marine. Oh. Was es auch ist, ich will es! Halten Sie die Grünhäute fern, Captain. Die Energiequelle kommt gleich aus dem Generator. In die Schlacht! Und jetzt zur Servitorstation und aktivieren. Ich nehme die Energiequelle und lege sie in den Kanister. Okay, du das einmal. Schaut euch das an, das kann ich nicht. Leute, ich glaube, das war's dann wieder mal für unseren Andi. Ich krieg die Bolt-Pistole nicht rein. Ein kaputter Körper ist besser als ein korrupter Geist. Und schon wieder, Leute. Ja, das ist der richtige Zeitpunkt für einen Schnitt. Mir fehlen da einfach voll die Ideen. Ah, unglaublich. Ich muss diese Dinger immer ein paar Mal spielen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir beim Sterben zuzusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Mach kurz eine Pause und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Okidoki, euer Toso. Ciao.